So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Overwatch. Der erste ist ja ziemlich gut angekommen, ihr habt mir ziemlich gut geholfen und eigentlich auch meine Ansichten von dem, was auch immer da gewesen ist, bestätigt. Ich habe das dann auch so ausgeführt und ich würde es auch gern wieder so machen. Das heißt, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Ihr schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht und was ihr seht und was auch immer, und dann werde ich dementsprechend abstimmen und das dann Ganze dann quasi demnach bewerten. Der lädt jetzt schon mal im Hintergrund. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es schneiden will oder werde. Entscheide ich dann je nachdem, wie offensichtlich es ist. Ich habe einen Tipp bekommen, dass ich mit X ja dieses X-Ray anmachen kann, was das Ganze natürlich sehr vereinfacht. Wir gucken jetzt mal, der ist ein bisschen zittrig, aber das kenne ich so von mir auch. Eben ein bisschen... Ja, das waren zwei gute Shots, würde ich jetzt aber noch nicht irgendwie als Aim oder sonst irgendwas bezeichnen. Okay. Ah, es ist selbst sogar noch die Aufwärmphase. Ich bin hier schon voll am Aufpassen und alles und es ist nur die Aufwärmphase. Okay. Warten wir mal ab. So, das Spiel beginnt in Runde 1. Geht Mitte hoch mit dem Knife. Kann man machen. Geht jetzt zurück defensiver. Okay. Waren jetzt krasse Headshots, aber würde ich jetzt mal noch behaupten, war noch nichts krasses dabei. Also er war halt gut on position, also das Crossover gut. Die ist gekommen, hat abgedrückt und jeder, der ein bisschen mit der Deagle umgehen kann, kriegt das dann hin. Jetzt warten wir mal. Die Scout geholt. Sieht auch bisher noch nicht nach Wallhack aus. Aimt er ab. Gute Reflexe hat er jetzt gehabt. Der Headshot war gut. Gute Reflection. Ja. Also er sieht ihn... Er versteckt entweder gut, aber er sieht nicht die Leute. Hat jetzt da die Steps gehört. Der Headshot war auch schon wieder heftig. Ja. Ja, und sprayt natürlich mit Desert Eagle, weiß auch jeder eigentlich. Dann ist es schwierig, dann geht halt ein Luckshot rein. Aber so die Single Shots sind halt schon on aim, auf jeden Fall. Ob er jetzt wirklich eine Aim-Hilfe anhat, würde ich bisher... Okay, No-Scope, das war krass. würde ich jetzt bisher mal noch außen vor nehmen. Lass mich aber auch, wie gesagt, gerne eines Besseren belehren. Wallhack versteckt er entweder extrem gut, aber ich glaube nicht, dass er einen Wallhack anhat. Das ganze Aim ist ein bisschen steif. Also jetzt halt, wenn er rumläuft oder irgendwas, aber wie gesagt, das ist jetzt, ja. Jetzt schreibt er wahrscheinlich gerade von wegen, ja, kommen die Flamer rein, von wegen Hacker und sowieso. Hat er gerade wahrscheinlich geschrieben. Wenn er Wallhack hätte, würde er jetzt nicht stehen in meinen Augen. Das ist für mich eigentlich eine ziemlich krasse Sache, nicht krasse, sondern eine ziemlich eindeutige Sache. Er aimt die typischen Spots ab, also ein gutes Cross-Air-Placement, also Wallhack würde ich jetzt auf jeden Fall mal ausschließen. Er drückt gut, macht gute Kills, vielleicht kommt ja noch was. Ich habe auch schon Overwatch angeschaut, da ist in der letzten Runde hat er noch sein Spinboard angemacht, wer weiß, wir warten jetzt einfach mal ab, was noch kommt. Und ich freue mich schon auf eure Kommentare, was ihr dazu schreibt oder was ihr davon haltet. Ich habe ja schon im ersten Video gesagt, das ist eigentlich für Gold Nova Master, die Macht über ein Overwatch eigentlich zu krass finde, das zu beurteilen quasi, ob einer cheatet oder nicht.
Deswegen fand ich ganz gut, dass es so gut aufgenommen worden ist, dass ihr eben einfach auch in die Kommentare geschrieben habt, was ihr so denkt und so weiter und so fort. Und das würde ich auch, wie gesagt, gerne so beibehalten. Okay, jetzt ist klar, dass jemand short kommt. Lang kommt auch was, wenn ich das richtig... Ne, da ist noch, wird doch verteidigt. War jetzt auch nichts fishy dabei. Da trifft jetzt zum Beispiel auch nicht. Trifft jetzt wieder, war keine so eine krasse Sache. Also wenn ich jetzt natürlich sage, es war nicht so eine krasse Sache, heißt das nicht, dass es ein schlechter Schuss war oder ein schlechtes Ding, sondern einfach nicht fishy. Also war kein Cheat oder irgendwas, wo ich tippe. So, die Bombe ist auf B. Das wissen sie jetzt auch. Da unten steht jemand. Da war gerade so ein Aimer rüber, aber jetzt weiß er spätestens, dass er da ist. Auch noch nichts fishy in meinen Augen. Also es ist doch alles gut. Da oben steht einer. Den hat er jetzt gerade entdeckt. Auch alles legit. No-Scope war krass, okay, da freut er sich jetzt auch ein bisschen. Und der letzte T kommt. Was macht er? Macht er? Zieht er durch, ja. Kein Wallhack, definitiv. Oder er versteckt extrem gut, dass er jetzt auch sagt, okay, hier braucht jetzt keinen Win. Jetzt schreibt er wahrscheinlich gerade wieder oder muss er sich wieder rechtfertigen. Mit der Rush runter. Okay, war schon krass. Aber es ist auch... Die Steps hört man ja. Hat getötet. Also ich denke, der ist extrem gut. Smurf vielleicht. Das wäre jetzt auch immer noch so beim letzten Overwatch auf jeden Fall. Das kann sein, dass er smurft. Der drückt extrem gut. Hat ein gutes Cross-Up-Placement. Und auch ein ruhiges und stabiles Cross-Air. Wallhack hat er definitiv nicht an. Am ehesten noch vielleicht eine Aim-Hilfe oder irgendwas, aber wie gesagt, das würde ich jetzt einfach mal ausschließen. Das war dieses typische, kenne ich zu gut. Man rennt in den Teammate rein und wirft die Granate und verkackt's. Ja, kann man hingucken, auf jeden Fall sollte man hingucken. Von dem her. Scout wieder. Also Wallhack hat er definitiv nicht, der hat er nicht, sonst wäre schon auf dem unten drauf. Okay, jetzt weiß es, die Granate kommt. Das ist klare Geschichte. Der hat halt in der ersten Runde, in den ersten paar Runden hat er richtige Bretter gedrückt. Das wird, denke ich mal, der Grund sein, warum der reported worden ist. Verständlich. Hättet ihr vielleicht oder hätte ich vielleicht auch reported, wenn man so krasse Bretter bekommt. Man sieht ja dann auch nicht das Ganze aus der Sicht von dem Gegner quasi in dem Moment, sondern muss sich irgendwie auf sein Gefühl verlassen. Und ich hätte ihn wahrscheinlich für so klatschen, was er da gemacht hat, auch reported. Hier auch keine Aim-Hilfe, sonst hätte er den gehabt. Die Scout ist so präzise. Ja, passt. Wir sind durch. Ich sag jetzt mal in allen Fällen unzureichende Beweise. Er hat nicht gecreeft, er hat keinen Aim-Hack. Vermute ich, er hat keinen Wallhack. Ich sag jetzt mal, er ist nicht angeklagt. Er hat unzureichende Beweise, wie es ja schon da steht. Ich werde aber mein Urteil vertagen, wie gesagt. Ich warte nochmal auf eure Kommentare. Vielleicht ist der eine dabei, der sagt, okay, da ist ein Aim-Hack im Gange, wo mir vielleicht das nicht aufgefallen ist. Ich sag erst legit. Ich bin auf eure Kommentare frisch gespannt. Sag danke fürs Einschalten. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr davon wollt. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.